Hallo meine Lieben, heute machen wir einen leckeren, luftigen Apfelkuchen. Der ist so schön fluffig, viele Äpfel und einfach so schnell gemacht. Fantastisch, so weich, perfekt. Schaut mal. Ich habe hier 4 Äpfel, alles zusammen wiegt ca. 600 Gramm. Ich schäle es nicht, ich entkerne es nur. So, und dann schneide ich das in solche Stücke. So ist das fein. Zu den 5 Eiern geben wir Vanillinzucker, eine Tüte, und normalen Zucker. Das Ganze wird schön schaumig gerührt. Circa 4 Minuten geschlagen. Davon hängt dann vieles ab. Wie luftig wir das jetzt machen, dann wird auch der Kuchen schön luftig sein. Nun habe ich hier Naturjoghurt. 150 Gramm. Der Backofen ist schon am Vorheizen. So. Dann habe ich hier, schaut mal, ich habe hier Mehl und hier gebe ich eine Tüte Backpulver hinein. So. Rühre das kurz unter. So. Das gebe ich hier alles hinein. Und ich habe hier Butter ganz sachte erwärmt, also sollte möglichst nicht zu heiß erwärmt werden. Und das Ganze einrühren. Jetzt nur noch die Äpfel einrühren, jetzt nicht mehr mit dem Mixer, sondern mit einem Löffel. So, einmal. Perfektico. Der Backofen ist schon vorgeheizt. Ins Backblech habe ich Backpapier reingelegt. Nun kommt der ganze Teig hier drauf. So. Alles glatt streichen. Und ab damit in den vorgeheizten Backofen. So, fertig ist der Kuchen. Ich habe ihn jetzt etwas abkühlen gelassen. Und da kommt Puderzucker drüber. Fertig, Freunde. So einfach, so schnell zubereitet. Riesenblech für eine Riesengesellschaft. Perfekt, alle werden glücklich. Schön luftig, fluffig, sehr, sehr lecker. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Freue mich, wenn ihr mich abonniert, falls ihr es immer noch nicht gemacht habt. Freue mich über eure Kommentare. Bitte liken nicht vergessen. Das Ganze kostet nichts. Vielen Dank und bis bald. Eure Xenia.